Jo. Die Radikalkur ist über den Garten gekommen. Gut, okay. Kleine Kollateralschäden gibt's. Aber die Hauptbasis steht sozusagen. Hier die Kollegin ist auch ziemlich spät dran mit Brüten. Die haben wir gestern gefunden. Eigentlich sollte das Stück hier hinten noch weg. Und ein kleiner 9-jähriger Gartenhelfer hier hat dann dieses Nest entdeckt. Ja, da ist ein ganz kleiner Vogel drin. Und als die Mutter dann zurückkam, hat die ihr Kleines beschützt, wie es ging. Ja, hier nebenan waren laute Motorsensen gewesen. Ja, und die hat ihr Kleines nicht verlassen. Finde ich echt, ja, faszinierend, wie die Natur kämpft um den Nachwuchs. Echt heftig. Ja, also so viele Brombeeren, wie es geben könnte, gibt es dieses Jahr nicht. Ich hoffe ja mal, dass die Sonne nicht ganz so sehr scheint, weil dieses ganze, dieser ganze Teil, der hier vorne jetzt weggesenst wurde, der wird natürlich austrocknen. Und ein bisschen Feuchtigkeit brauchen sie ja schon, die Brombeeren. Naja, haben wir dieses Jahr die Möglichkeit, hier ordentlich Dünger drauf zu kriegen, Pferdemist oder sowas. Und dann kommen die Brombeeren nächstes Jahr und übernächstes Jahr umso mehr. Ja, mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Ja, Baumhaus ist auch entstanden. Mein erstes Baumhaus, was ich mitgebaut habe. Das haben die Kinder gebaut. Und ein bisschen was habe ich dran gemacht. Ja, da muss noch ein Fahnenmast dran und halt die richtige Flagge muss gefunden werden. Ja, die hier liegt. Ich weiß nicht, ob wir die wieder drauf machen. Mal gucken. Jawohl. So schaut es hier aus. Da hinten wird dann die Toilette. Ahornstab hat sich jetzt hierhin gerettet. Ja, so schaut's aus im Jahr der Apokalypse 2020. Das sollen die nächsten Elektroprojekte werden, die mit Elektroantrieb und Kristallbatterie ausgestattet werden sollen. Und auch das Teil hier ist schädelfraktal. Auch das soll irgendwie wieder laufen. Auf jeden Fall sind ein Haufen neue Räume entstanden und ganz viel Platz. Das ist richtig was getan werden kann. Ja, mit den Melonen sieht es dieses Jahr nicht ganz so gut aus, aber dafür mit den Tomaten. Und das mit diesem einem Kometen oder Asteroiden oder was weiß ich. War ein bisschen untertrieben, oder? Na gut, lassen wir es mal gut sein. Nun ist es passiert. Ja. Naja, aber... Das hat er schon kommen sehen. Der hat schon vorher das ganze Jahr rumgekränkelt. Der hat gewusst, was ihm blüht. Jetzt chill mal. Aber er wird weiter verwandt als Zaun. Ja, den haben wir heute weggemacht. Der Willi hat eine scharfe Axt.
Oh, soll ich weggehen? Ich habe nur eure Stimmen drauf, alles cool.